herzlich willkommen zum ersten Champions League Stadion Vlog der neuen Saison, Jungs. Wir spielen heute gegen den FC Bayern, Champions League Trikot auch hier im Start. Aber es tut mir leid, hier hinten mit Visca Barça. Visca, vamos, komm schon. Ich habe hier so ein kleines Zimmer am Start, aber komplett egal, denn schaut mal, wir sind direkt am Camp Nou, vamos. Visca Barça, Visca Barça, ey. So heißt übrigens mein Hotel, das kann ich wirklich nur empfehlen, weil es nämlich direkt am Stadion ist. Sauber und ja, reicht auf jeden Fall. Hier sind auch sehr bekannte Stadionkneipen, ihr seht es auch schon da hinten auch, ein Camp Nou-Bild und so, so typisch spanisch, kann man sich ein paar Bierchen reinkippen. Oder Bayo zum Beispiel, hier treffe ich mich nachher auch mit Barca-Fanclub-Mitgliedern. Ich bin ja in einer deutschen Peña drinnen. Es ist 6,5 Stunden vor Spielbeginn, aber ich bin jetzt schon da, weil ich ein paar Sachen erledigen möchte. Nach der persönlichen Entschuldigung von Serge Gnabry. Ich bin halt Barca-Fan, 8-2 war schon schmerzhaft. Aber sorry. Geht es heute weiter mit der Traumabewältigung? Eieiei. Egal, wir sind immer noch Barca, wir dürfen keine Angst haben. Komm schon. Ich bin schon so früh im Stadion, weil ich möchte heute offiziell Socio werden bei Barca, also Member. Und deswegen bin ich jetzt hier schon bei den Barca-Büros. Das ist auch direkt am Stadion. Gehen wir jetzt hier rein, weil das ist auch ziemlich viel Papierkram und vamos. Hab jetzt eine Wartenummer bekommen und jetzt muss ich hier ein paar Sachen ausfüllen. Das ist so überfällig, dass ich Member werde. Sie gibt jetzt schon meine Daten ein. Jetzt noch unterschreiben. Jungs, ich bekomme sogar hier ein Diplom. Geil. Okay, Vale. Wie cool ist das denn? Ich habe direkt hier meine neue Socio-Karte schon bekommen. Geil. Da sind die Dokumente drin. Früher musste man nämlich jahrelang warten, um Member zu werden. Und das haben sie jetzt geändert. Man bekommt zum Beispiel Vorteile wie vorab Ticketzugang. Und natürlich unterstützt man auch den Verein noch mehr. Jetzt gehen wir aber in den Fanshop, weil ich will mir das neue Champions League Trikot kaufen. Barca Bayern. Oh, ich bin so hyped. So ein geiles Wetter in Barcelona. Es ist locker 30 Grad oder so. Puh. Ich liebe diesen Weg frontal aufs Camp Nou zu. Endlich wieder hier. Da sind auch schon die ersten zwei mit Champions League Kit. Buena camiseta, ne? Vale, saludos. Memphis Yansu, vamos. Meske und Klub, wir dürfen uns heute nicht verstecken. Komm schon, Baby. Hier kommt Wasser aus den Anlagen raus, ne? Es ist so heiß, ich sterbe. Nun aber hinein in den besten Fanshop der Welt. Oh, hab ich's vermisst hier. Da ist das Neue. Dieses Trikot werden die Spieler nur in der Champions League tragen. Das holen wir uns gleich. Memphis bis jetzt war so überragend bei Barca und Ansu hat die 10 bekommen. Die musste ja vergeben werden, aber ich feiere es. Das zeigt einfach, dass der Club in ihn vertraut und auf ihn baut für lange Jahre. Und das neue Heimtrikot, das habe ich natürlich schon. Oh, da ist es. Lego hat jetzt auch ein Camp Nou rausgebracht. Hier seht ihr es mal in echt. Boah, Digga, das ist richtig groß. Das sieht echt richtig schön aus. Digga, das muss ich mir safe auch bestellen. Der Fanshop ist hier dreistöckig, aber den habe ich euch, glaube ich, schon so oft gezeigt, ne? Das letzte Mal, als ich dieses Duell im Camp Nou gesehen habe, da haben wir 3-0 gewonnen im Halbfinale. Wenn wir heute auch nur ansatzweise da rankommen, das wäre grandios. Aber das waren natürlich auch noch andere Zeiten, ne? Da hatten wir MSN. Und heute wahrscheinlich De Jong, Demi und Depay von Anfang an. Ist natürlich nicht schlecht, aber kann man nicht vergleichen. Den Hoodie muss ich auch kaufen, der ist so fresh, Digga. Man kann hier sogar seine Schuhe personalisieren mit der katalanischen Flagge. Das Trikot kriege ich sogar geschenkt von Barca, weil ich offizielle Content Creator bin für die auf Twitch. Richtig korrekt. Kuss. Mit Memphis natürlich. Muchas gracias, Barca. So wird das Camp Nou in einigen Jahren aussehen. Das Bernabeu wird ja schon umgebaut. Ey, das werden solche heftigen Stadion-Vlogs dann. Kaufsucht ist definitiv da. Ey, schaut mal, wie geil ist das denn mit dem Auswärts-Shiny-Badge. Schaut mal, was Kai für ein Ehrenmann ist. Er sagt, ich soll ihm Bescheid sagen, wenn ich mal einen Stadion-Vlog in England machen möchte. Kuss geht raus. Auf jeden Fall, Stamford Bridge hätte ich mal zu Bock. Ich habe so Hunger. Wir essen jetzt hier schön gediegen im Barca-Café. Oh, Messi, ey. Ich vermisse den Mann so sehr hier. Aber nun gut, wir blicken positiv in die Zukunft. Dieses Café haben sich hier nagelneu gemacht. Das gab es früher noch nicht. Hier hängen überall Trikots an der Wand. Ich zeige euch jetzt auch hier was ganz Besonderes. Normalerweise machen sich hier mit dem Schaum noch so ein Barca-Café. Das sieht richtig, richtig cool aus. Aber an Spieltagen gibt es das leider nicht. Muss ich mir dann morgen noch mal bestellen. Aber ein Forza Barca-Bierchen ist auch nicht schlecht. Jetzt gönnen wir uns das Paket. Ja, lecker. 5 Stunden vor Spielbeginn. Es ist so eine Hitze hier in der Stadt. Es gibt aber hier so einen Wasserspender. Sogar mit so einem Nostalgie-Barca-Wappen. Tschüss. Ter Stegen hier als Robokeeper im Tor. Ah, ist aber leider heute zu. Genau hier ist der Spot, wo die Fans am Boden lagen teilweise. Wegen dem Abschied von Messi. Weil er gehen musste. Danke übrigens, dass bei euch die Special Ronaldo-Woche so gut ankam. Aber heute back to the business, mein Verein. Die ersten 2 Zuschauer getroffen, auch mit dem Champions League-Kit. Digga, mit Bayern-Trikot, aber ihr geht nicht ins Stadion oder was? Ja, aber
Aber ich habe wenigstens hier das Marketrikot. Ja, ja, das ist das Spielertrikot. Und? Was tippt ihr, Jungs? 4-2. Hey, Sergi, Roberto! Oh mein Gott, Leute! Sergi Roberto ist gerade reingefahren mit dem G63. Hey, Frankie de Jong, Leute! Das gibt's doch nicht. Ey, was habe ich für ein gutes Timing hier? Die Barca-Spieler kommen ganz normal mit ihren privaten Autos hergefahren, also nicht mit dem Mannschaftsbus. Es ist die Hölle hier los schon. Schon so durchgeschwitzt. Es geht in einer Stunde los mit dem Spiel. Vale. Yo también quiero grabar una cita para mí. Mira. Ich bin jetzt hier mit Georgina. Ihr kennt es bestimmt von Barca's Insta oder YouTube-Channel. Wir nehmen gleich noch was auf für Barca's YouTube-Kanal. What do you think? Your prediction for today? My prediction? I mean, I don't know. I'm going to go for a conservative 2-1. For Barca. For Barca, yes. Is this your prediction yes, as well? Yes. Of course, it's going to be extra difficult, so I'm just going to go with a 2-1 and we'll see what happens. We have to take revenge. Yeah. Jawohl, Bierchen, Stadionblock. Ist muss, ne? Die nächsten hier wieder getroffen. Jungs, was tippt ihr? 2-1 Barca. 2-1 Barca und du? 2-0 Barca. 3-0 Barca, 3-0. Ey, 3-0, 3-0 Bayern, 3-0 Bayern. Digga, bist du jetzt schon so? 3-0 Bayern. Er ist jetzt schon so voll, Alter. Jetzt ist es hier eigentlich rappelvoll im Vergleich zu vorhin. Ich habe schon so viele Zuschauer hier getroffen. Echt cool, Grüße gehen raus. Normalerweise sind hier noch Barca-Spieler, aber die haben irgendwie den Banner abgehangen oder renovieren es gerade. Ich hoffe wirklich, Messi bekommt hier auch noch eine Statue vom Stadion. Ist eigentlich ein Muss, ne? So, Leute. Ich sitze etwas weiter oben. Ich sitze auf der zweiten Ebene, Haupttribüne. Müssten wirklich perfekte Plätze sein. Holy shit, habe ich krasse Plätze. Oh mein Gott, Jungs. Oh, ja, Baby. Let's go, Leute. Ich habe perfekte Sicht aufs Spiel, Junge. Das wird so geil. Ey, Camp Nou. Digga, hab ich es vermisst. Jungs, und dann auch noch so ein Kracher gegen Bayern. Mit der Vorgeschichte vom 8-2, ey. Entweder es wird episch oder es wird das nächste Trauma. Can you record me, like, just hold like this? Yes. It's beautiful. Vamos! Guys, what do you think? Your prediction? 2-0 for Bayern. Vale. Erst Bayern-Fan. Oh. Ganz vereinzelt sehe ich aber schon ein paar Bayern-Fans. Da oben auch, 1-2. Es ist so wichtig, heute ein Zeichen zu setzen und dass wir nicht untergehen. Wenn es am Ende 2-1 wird für Bayern, dann ist nicht so schlimm. Es darf nicht 5-0 oder so ausgehen. Komm schon. In 50 Minuten geht's los, dann kommen schon die Spieler zum Aufwärmen gleich. Und chillig, als Member bekommt man auch hier bei Getränken Rabatt und so. Ich habe hier die A-Jugend gefunden von Bayern. Die haben heute gegen Barca gespielt in der Youth League. Redest du doch? Oh, fuck, Digga. Ich bin so ein Idiot, Digga. Bruder, mein Gott. Digga, ich hab meine Flasche gerade fast auf ihn geschüttet. Sorry, Bruder. Was glaubst du, wie geht das Spiel heute aus? 4-2 für Bayern. Viel Erfolg weiter in der Youth League, ne? Warte, ich kenne auch hier viele von YouTube. Schau mal, Jungs. Yusuf, wie habt ihr gespielt? 2-0 verloren. 2-0. Aber wie warst du gegen Barca zu spielen? Ja, wir waren sehr stark auf jeden Fall im Mittelfeld. Wir haben leider auch eine rote Karte bekommen, aber nichtsdestotrotz waren die wirklich stark, die Jungs. Aber wir haben keinen guten Tag erwischt. Viel Erfolg fürs Rückspiel. Danke, danke. Ich hoffe, danke. Ich bin Real Madrid-Fan. Du bist Real Madrid-Fan? Ja. Digga, Yusuf, Alter. Da unten ist gerade Neuer reingekommen, wird ausgepfiffen hier. Ey, die nächsten Deutschen hier. Hallo, servus, hallo. Keine Barca-Fans. Ey, Jungs, Alter, das ist unfassbar. Jawohl, Barca kommt rein. Bayern ist jetzt auch drin, aber eigentlich wenig Pfiffe. Oh, Memphis, jawohl. Pedri sehe ich da, Araujo auch. Sané ist auch wieder in sehr guter Form. Musiala am Start. Das erste Mal, dass ich jetzt Musiala live im Stadion sehe, bin ich gespannt. Es ist halt schon krass, wer bei Barca alles vorne fehlt. Ansu Fati, Aguero, Dembélé. Naja, hoffen wir das Beste. Süle, Goretzka, Lewandowski, Musiala. Ah, Digga, ich schwör's euch, allein die Körpersprache beim Aufwärmen ist so anders als bei Barca, ne? Also bisher ist es sehr, sehr ruhig im Stadion, es geht in 9 Minuten los. Ich hoffe, das ändert sich gleich, weil Barca braucht heute wirklich jeden einzelnen Fan, der die Seele aus dem Leib schreit. So, Bayerns Aufstellung gerade, begleitet mit einigen Pfiffen, aber hält sich echt alles im Rahmen, also echt ruhig bisher, Digga, und es geht in 2 Minuten los. Jetzt die Aufstellung von Barca! Depay! Hey! Alba! Hey! Oh, hab ich das lange nicht mehr gehört, die Barca-Hymne. Let's go! Jawohl, jetzt wird lauter endlich hier. Som la che blaugrana, una bandera germana. 40% sind heute im Stadion. Im Camp Nou sind es ja trotzdem 40.000, deswegen auf geht's. Jawohl, wacht auf! Jetzt singen sie die Hymne ohne Melodie. Red, Dani, mon nom ist Abdottam. In Barcelona ist ganz normal, die pfeifen immer bei der Champions League-Hymne gleich. Auf geht's, Memphis, komm schon! Jawohl!
los? Luc de Jong. Aber die müssen eigentlich sich gut verstehen, weil das alles Holländer sind. Das ist das Trio. Neuer mit Sergio Busquets bei der Platzwahl. Insgesamt hat Bayern natürlich den viel, viel stärkeren Kader, ja. WTF? Bayern hat gegen Manchester gewonnen? Alleine das zeigt schon, dass alles möglich ist, ne? Das Camp Nou nochmal in voller Pracht mit Weitwinkel. Oh, geil, Digga. Komm schon, Jungs. Zeigt, dass ihr Barca immer noch seid. Seit dem Virus waren nicht mehr so viele Zuschauer im Camp Nou. Das ist einfach auch für die Spieler heute ein Ansporn, Gas zu geben. Im Vergleich zum 8-2 sind Piqué, Alba und Roberto in der Verteidigung dabei, aber zusätzlich noch Araujo und Eric Garcia. Und sonst, ja, Pedri ist halt neu, Luc de Jong und Depay. Aber einige Spieler haben das Trauma natürlich noch in den Köpfen. Ich hoffe, sie können das absetzen. Barca geht überhaupt nicht viel ins Pressing. Die versuchen einfach stabil hier zu stehen erstmal. Barcelona. Nagelsmann zu unserer Rechten und Ronald Koeman zu unserer Linken hier. Komm, Roberto. Hey! Hey, Chili! Digga, jetzt ist aber schon echt gute Stimmung, ne? Gott sei Dank. Ruhig, Jungs, ruhig, ruhig. Komm, Busquets. Geiler Ball. Geiler Ball, komm. Ah, Ecke, Ecke ist gut. Ist in Ordnung. Weiter, komm, Barca. Ah, abseits, abseits. Alles schön, alles gut, alles gut. Ja, komm, Roberto. Wichtig fürs Selbstbewusstsein gegen Upamecano. Sehr gut, sehr viel. Gleich ist die 10. Minute, dann wird das ganze Stadion Messi, Messi, Messi schreien. So, 10. Minute. Lol, schreit ja niemand Messi. Ich dachte, die wollen das einführen, dass sie es bei jedem Spiel immer kurz machen. Aber anscheinend haben sie es nur nach dem Spiel gemacht, als er halt gewechselt ist. Schade. Alvin. Ruhig. Oh, oh, Sané. Oh, der Segen, Digga. Richtig. Hinten macht Barca das bisher echt ganz gut, aber die haben halt vorne fast keine Leute stehen, ne? Mit Fati und Dembélé wäre das hier so viel besser. Eieiei. Ja? Chillig, chillig. Kann man so machen, Araujo. Kann man so lösen, Jungs. De Jong, ruhig. Sehr gut, Jungs. Geil, Digga. Foul. Schön, Digga. Muss hier eine Riesenchance. Oh, zwei Leute grätschen rein. Kein Elfmeter, oh, Musiala immer noch. Elfmeter. Was? Oh, Digga, was war denn da gerade los, ey? Uiuiui, Glück für Barca. Aber was für ein Fehlpass von Busquets bitte davor. Oh, kommt er! Memphis! Rüber, rüber, komm, Sergi! Ah, da ist halt jetzt niemand, ne? Oh! Alfonso hat Roberto bisher so im Rucksack, ne? Oh Mann, ey. 1-0. Oh, Digga, schön, wie euch reinwerft, Alter. Komm. Alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Müller? Was? Was war das denn für ein Eiertor? Oh mein Gott, ey. Oh, ist das bitter für Barca. Ah, Digga, abgefälschtes Grauens. 1-0, 33. Minute. Abgefälscht. Bitter, ja? Ja, Fehlpass. Also Bayern spielt eigentlich auch nicht so gut, ne? Da ist schon was drin heute. Fans feuern aber trotzdem voll an, also echt gute Stimmung trotzdem. Einfach Kluivert sitzt hinter mir mit seinem Sohn. Bisschen Pfiffe von den Fans, Halbzeitfreunde. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie es bisher ist. Es ist so, es fühlt sich so leer an. Wir haben auch ein bisschen Verletzungspech, ne? Aber trotzdem irgendwie dieses Feuer einfach im Spiel fehlt komplett, Digga. Komm, Pedri. Ah, Upamecano. Oh, geil, Pedri! Was? Chiri! Das war doch niemals was! Oh, Digga, Busquets. Oh, Digga. Hätte der den verwandelt, ne? Wirklich. Oh mein Gott, was eine Parade von Ter Stegen, ne? Den muss Sané eigentlich machen, ne? Musiala. Pfosten. 2-0. Lewandowski. Mach den auch schon mal rein. Ach, Digga. Der war bis jetzt eigentlich kaum zu sehen, aber dann ist er halt da, ne? Das zeichnet halt eine Top-Stimme aus. Was soll ich euch erzählen? Sehr, sehr schwaches Barca. Ich denke, es geht jetzt nicht irgendwie 7-0 aus, aber Bayern spielt gefühlt auch nur im dritten Gang, aber es steht ja trotzdem 2-0 im Camp Nou. Fans sind da trotzdem, ne? Aber trotzdem, man muss supporten und es wird auch wieder bessere Zeiten geben für Barca. Barca! Barca! Oh, Coutinho macht sich warm, Digga. Monate verletzt gewesen, auch am Knie operiert worden. Komm schon, Coutinho! Alter! Das
gehört sich aber auch nicht. Roberto wird so ausgepfiffen bei seiner Auswechslung. Er hat nicht gut gespielt, aber das ist eine Minusaktion von den Fans. Ne? Das ganze Stadion wird ausgepfiffen. Was geht in seinem Kopf vor? Katastrophe, ey. 18-jähriger Demi ist jetzt drin und 17-jähriger Gavi. Die Zuschauer sind aber da, Digga, und das gefällt mir. Gnabry kommt auch gleich rein für Bayern. Alter, geile Aktion, Junge. Der ist auch 18 oder so. Coutinho. Ah! Oh, Pfosten. Lewandowski. 3-0 ist am Ende halt schon. Schon auch sehr deutlich. Und das, obwohl die Bayern wirklich gefühlt auch im zweiten Gang heute spielen. Ach ja. Wenn man was Positives sagen kann, ist, dass die Fans echt heute da waren. Außer bei der Auswechslung bei Roberto, das hat mir gar nicht gefallen. Viele Barca-Fans gehen jetzt auch schon, schauen sich gar nicht mehr die letzten Minuten an, Digga. Das war's, Leute. Ich spieß aus. 3-0 gewinnt der FC Bayern. Das Stadion applaudiert aber trotzdem für das Team. Das ist echt schön wenigstens, dass hier nicht noch ausgepfiffen wird nach dem Spiel. Bayern einfach viel stärker. Der Präsident von Bayern, Heiner, läuft hier auch gerade in die Katakomben wieder. Uli Hoeneß, glaube ich, war das, oder wer? Die ganzen Menschenmassen strömen nach Hause. Das schöne Camp Nou am Abend. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Ich bin natürlich schon etwas traurig, weil es war schon irgendwie klar, aber man hat halt trotzdem irgendwie gehofft als Barca-Fan. Lasst ein kostenloses Abo da, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ich gehe jetzt ins Hotel und schneide den Vlog für euch noch. Ich sitze noch in der Bar mit deutschen Barca-Fans von unserem Fanclub. Ja. Servus. So, ja, wir verarbeiten jetzt alle gemeinsam die Niederlage.